Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein kleines Add-on zu dem Mob-Spawner nochmal. Der Nico hatte ja geschrieben, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, scheiße, dass er nochmal gerne einen kleinen dritten Teil hätte hier, um eben selbst eingestellte Mobs zu haben. Und das machen wir heute ganz simpel und einfach, jetzt nicht zu komplex. Wir können das natürlich alles noch komplex machen mit eigenen Mobs, die wir reinspeichern, aber ich glaube, das wird zu komplex. Deswegen machen wir es jetzt einfach nur beispielhaft an zwei verschiedenen Custom Entities. Er hatte da vorgeschlagen, ein Zombie mit Rüstung und anderem Namen und ein Skelett mit mehr Leben. Genau, dazu gehen wir erstmal in die Mobspawner Common Klasse. Hier hatten wir abgefragt, ob es ein Entity ist. Jetzt müssen wir drüber schreiben. If in Entity, machen wir einfach mal mit equals 1. Das wird jetzt unser Zombie. Hier muss natürlich ein Else finden. Beziehungsweise eigentlich können wir. Wir können das sogar noch einfacher machen, indem wir einfach hier. Dort, ein O dahinter setzen. Entity equals 1 oder Entity equals 2. 1 ist in dem Fall dann der Zombie und 2 ist das Skelett. Genau, jetzt gehen wir in die Mob-Spawner-Klasse. Hier wird das ja ausgelesen, das GetEntity. Und hier prüfen wir jetzt einfach vorher. If get Entity equals 1. Dann müssen wir ein bisschen mehr machen. Else if get Entity equals 2. Dann müssen wir auch ein bisschen mehr machen. Und ansonsten nur das Else hier. Genau, und das funktioniert jetzt bei beiden gleich. Wir machen hier Entity. Bucket Entity. End ist. Da brauchen wir jetzt diese Zeile wieder. Nur, dass wir jetzt hier direkt hinschreiben, Zombie. Und das übergibt euch nämlich ein Entity, also das, was gespawnt wird. Und das könnt ihr dann einfach bearbeiten. Warte mal, jetzt hier End. Was wollte er mit Rüstung und anderem Leben? Können wir dann, glaube ich, get. Also Custom Name haben wir hier auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir machen end.set Custom Name visible true. True habe ich gesagt. End.set Custom Name dann zum Beispiel. Weiß nicht, wie heißt denn ein Zombie? Einfach hier. Zomboid. Genau, und jetzt wollen wir diesem Entity noch etwas in die Hand geben. Genau, oder beziehungsweise Rüstung spawnen lassen. Und dazu geht das leider nicht mit dem Entity, sondern brauchen wir dafür ein Living Entity. Wir müssen das jetzt hier zum Living Entity casten. Schreiben wir einfach Living Entity in Klammern davor. Fern, genau. Und jetzt machen wir hier end.getEquipment. Und jetzt machen wir hier zum Beispiel set, können direkt alle setzen oder einzeln. Einzeln ist meistens ein bisschen einfacher. Zum Beispiel eine Chestplate. Ich bin doof. Komm schon, was machst du jetzt? Dann kann man hier einfach material.iron natürlich Chestplate und so eine. Was bekommt der noch? Geben wir zum Beispiel noch
ein Item in Main Hand. Da bekommt er dann ein Stone. Ne, gehen wir mit Eisenaxt. Das ist cooler. Genau, und eigentlich dasselbe machen wir jetzt hier unten bei dem Skelett. Nur, dass wir hier jetzt den Typ auf Skeleton ändern. Ja, den Namen können wir einfach dann zu. Wie könnte man das denn cool nennen? Nehmen wir es aber Skelett. Also ich mache hier zum Beispiel eine Chainmail. Chestplate, das müsst ihr natürlich nicht machen, ihr könnt alles mögliche machen. Skelett hat natürlich standardmäßig erstmal so einen fetten, coolen Bow. Das könnte man natürlich auch alles noch enchanten. Ich sage, ich tue das hier raus. Okay. Item Stack I. Sowieso. Yes. Add Enchantment, Enchantment. Arrow Infinite. Und dann sagen wir hier Yes. Und kriegt dann noch ein Item in Offhand. Das ist dann ein New Item. Stack. Material.arrow. Genau, und jetzt soll denn das Entity noch Custom Health haben. Das heißt, wenn man hier End.set Health bzw. Max Health, sagen wir, da das immer in zweier Schritten gerechnet wird, also 10 Herzen sind 20 Leben, sagen wir zum Beispiel mal 40, das ist erst Doppelte. End.set Health auch auf 40. Jo, und jetzt hätten wir die beiden schon. Und würde sagen, dann sehen wir uns gleich in Minecraft zurück. Ja, und testen das mal aus. Bis gleich. So, und jetzt habe ich noch bemerkt, müssen wir hier noch schnell was ändern. Mit ist gleich funktioniert das nämlich nicht. Also machen wir hier wirklich einfach ein Equals Ignore Case, auch wenn es, glaube ich, keinen wirklichen Case dabei gibt. Einfach weil er das sonst nicht als richtigen String registriert, wenn wir da eine Zahl reinschreiben. Und hier müssen wir das dann auch noch ändern, natürlich. Machen wir Punkt equals ignore case 1. Punkt equals ignore case 1. 2. Wie jetzt hier sehen, spawnen wir jetzt die Zimmerholz. Ja, das sind unsere geilen Custom Models für Survival Team. Falls ihr meinen Stream gesehen habt. So sieht bei uns derzeit eine Eisenaxt aus. Und das hier ist ein Eisenschwert. Mal gucken. Ja, ich werde wahrscheinlich am Wochenende dazu wieder streamen. Also wenn ihr Bock habt, einschalten. Vielleicht werden wir auch ein paar 3D-Models texturen. Dann seht ihr, dort könnt ihr direkt live zuschauen. Jetzt probieren wir das Skeleton. Dann haben wir hier das Skeleton. Und ihr seht schon, es hat das Zeug in der Hand. Es brennt doch die ganze Zeit und stirbt schon wieder nicht, weil es ja doppeltes Leben hat. Na, man merkt halt deutlich, dass es auf jeden Fall länger zum Sterben braucht als ein normales Ding. Und auch, das ist süß. Wie ihr seht, hat das hier schon Ohren jetzt bekommen. Ich glaube, was das für Ohren waren. Wo haben wir die denn eingefügt? Achso, na klar. Wir haben das Entity umgemodelt. Süßen Hasen. Mal schauen, ob wir noch so eins cooles kriegen. Ja, das schafft's doch. Habt ihr Mickey Mouse live hier?
Also das waren nur unsere ersten Versuche, ein Skelett oder an sich ein Entity umzumodeln. Das wird hoffentlich noch ein bisschen besser fürs spätere Spiel dann. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Reihe hier. Das kleine Add-on-Video. Ich hoffe, es wurde nicht zu lang für ein kleines Add-on-Video. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im Livestream. Ansonsten bis zum nächsten Mal.